Jan Albrecht von den Europagrünen. Wer bist du und was machst du? Also ich bin Abgeordneter für die Grünen im Europäischen Parlament und dort im Innenausschuss und im Rechtsausschuss vor allen Dingen für das Thema Datenschutz zuständig und für die neue Reform der EU im Bereich des Datenschutzes auch der sogenannte Berichterstatter, also Verhandlungsführer für das Europäische Parlament. Und was ist da jetzt Sachstand bei dieser EU-Datenschutzverordnung? Also die EU-Datenschutzverordnung wird jetzt derzeit beraten in Parlament und Ministerrat. Dort gibt es gemeinsame oder jeweils eine Position und die muss dann zusammengeführt werden in eine gemeinsame Position, hoffentlich bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, sodass wir dann spätestens ab 2016 ein einheitliches europäisches Datenschutzrecht haben, das dann auch wirklich durchgesetzt werden kann. Warum brauchen wir das? Weil bisher die unterschiedlichen Rechtsordnungen in der Europäischen Union dazu führen, dass große Unternehmen sich regelmäßig der Rechtsdurchsetzung entziehen. Soll heißen, zum Beispiel, wenn ich mein Profil auf Facebook habe und dort Daten lösche, dann hat zum Beispiel der Fall von Max Schrems gezeigt aus Österreich, dass diese Daten gar nicht gelöscht wurden. Das heißt, da hat man gar nicht das Recht richtig beachtet, weil Facebook sich eben ans irische Recht hält nur auf dem europäischen Binnenmarkt. Und dort das ist laschi. Das ist ziemlich lasch und es wird vor allen Dingen lasch durchgesetzt. Und das soll sich eben durch die Datenschutzverordnung ändern. Also das bestehende Recht in Europa soll besser durchgesetzt werden, sodass alle in Europa das Gefühl haben, ihr Datenschutz ist auch wirklich wirksam und nicht nur auf dem Papier. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, irgendwo meine Daten löschen zu lassen oder die zurückzukriegen, dann ist es so netter Versuch, aber versuch euch weiter. Ja, also ich glaube, dass in sehr, sehr vielen Fällen heutzutage unsere Rechte beim Datenschutz nicht mehr richtig durchgesetzt werden. Ich glaube, dass wir große Schwierigkeiten haben würden, weil wir zum Beispiel erst lange Jahre uns beschweren müssten, vor Gericht gehen müssten und dass es eben letztendlich nicht dazu führt, dass dann die Leute sagen, da habe ich auch wirklich Lust zu, sondern eigentlich gehen alle davon aus, gerade im Internet werden meine Daten nicht mehr wirklich geschützt. Warum ist dir das denn wichtig, das Thema? Also ist es doch im Grunde nichts Schlimmes, wenn jemand weiß, was ich gerne esse, lese oder gucke? Also ich bin der Meinung, dass wir überhaupt nicht wissen, was eigentlich passiert mit uns und eben nicht nur mit den Daten, denn ich glaube, es sind nicht die Daten allein, die schützenswürdig sind, sondern ich glaube, dass es die Menschen sind und die Informationen, die über sie verarbeitet werden. Und da haben wir zu wenig Wissen, zu wenig Transparenz und natürlich auch gar nicht mehr richtig die Möglichkeit, wirklich zu sagen, ob wir Teil einer Datenverarbeitung sein wollen oder ob wir das gar nicht wollen. Also die Einwilligung, die eigentlich ja Grundsatz des Datenschutzes sein sollte, gilt heute nur noch in den seltensten Fällen. Und warum sollte ich mich dafür interessieren, was sie mit meinen Daten machen, wie das funktioniert? Ich glaube, dass es wichtig ist, sich dafür zu interessieren, allein wegen der eigenen Selbstbestimmung. Aber natürlich steht dahinter auch die Gefahr und die Bedrohung, dass immer mehr Informationen, die über uns gesammelt und zusammengeführt werden, nicht nur zu unserem Besten genutzt werden, sondern zum Beispiel, wenn es um Versicherungen oder Banken geht oder auch nur das Angebot auf Amazon, plötzlich Personen persönlich sein könnten und eben vielleicht nicht besser für uns, sondern eher schlechter für uns sein könnten. Also, dass wir ein teureres Angebot bekommen. Weil Amazon weiß, was ich brauche das ganz dringend oder ich habe öfter sowas bestellt und deswegen... Genau, oder ich bin nicht richtig kreditwürdig oder ich wohne einfach in der falschen Gegend oder habe halt Risikofaktoren, die dann oft berechnet werden als Nachteil. Und das ist natürlich etwas, wo wir uns wirklich überlegen sollten, ob wir das tatsächlich befördern wollen oder eben lieber nicht.